Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der John Dewey Abendschule. Wir beschäftigen uns heute mit einem weiteren spannenden Thema, und zwar mit dem Thema Jugend und Politik. Ich habe das hier mal auf die Formel gebracht: Jugend und Politik, zwei getrennte Welten, Fragezeichen. Mein Name ist Anja Besand und ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie. Dieses Stück ist ein Stück, das wir auch in der Ausbildung der Studierenden verwenden. Es geht also zurück auf eine Vorlesung. Das wird man an verschiedenen Stellen auch hören, ist aber für unseren Zusammenhang hier gleichfalls auch sehr wichtig, denn es geht uns um die Frage, wie wir eigentlich junge Menschen dazu bringen, Angebote der politischen Bildung auch wirklich anzunehmen. So, und jetzt geht's los. Wir beginnen mit einer Frage, und diese Frage lautet: Was glauben Sie, wenn man Jugendliche fragt, ob sie sich für Politik interessieren? Wie antworten sie dann? Das können Sie sich erstmal selbst zu Hause fragen. Im Hörsaal machen wir das oft mit einem sogenannten Applausometer. Also die Studierenden applaudieren so laut, dass sie den Schieberegler, den sie hier unten sehen, verschieben können und sich quasi als Gruppe darüber abstimmen, wie sie das einschätzen. Und meistens kommt so ein mittlerer Wert daraus zwischen 2 und 3 mit Tendenz zu 3. Zum Glück haben wir zu dieser Frage tatsächlich recht gute empirische Daten vorliegen, und deshalb zeige ich dann gerne als nächstes diese Folie. Das sind Ergebnisse der Shell-Jugendstudie, die seit sehr vielen Jahren regelmäßig in der Bundesrepublik durchgeführt wird und in der man die Antwort auf die Frage, interessieren Sie sich eigentlich für Politik, ganz gut ablesen kann. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an. Überlegen Sie, warum es da Höhen und Tiefen gibt oder ob Sie da überhaupt viel Wechsel sehen. In diesem Graphen sind alle Antworten zusammengefasst, in denen junge Menschen gesagt haben, sie interessieren sich stark oder sie interessieren sich überhaupt. Und man sieht, das schwankt so um 50%, ist auch manchmal drunter oder ist eine ganze Weile drunter. Und die Frage ist das eigentlich ein Problem? Ist es schlimm und besorgniserregend, wenn junge Menschen die Frage nach ihrem Verhältnis zur Politik so verhältnismäßig kühl beantworten? Das ist die Frage, mit der wir uns in der heutigen Sitzung auch beschäftigen wollen. Und wir machen das wirklich Schritt für Schritt und schauen uns als erstes mal ganz konzentriert die Problemlagen an. Und ich möchte die heutige Sitzung mit Ihnen dazu nutzen, im Kontext solcher Fragen zu üben, immer sehr sauber zu formulieren. Also halten wir nochmal fest: Fragt man Jugendliche, ob sie sich für Politik interessieren, sagen sie selbst nicht selten nein. Das können wir erstmal festhalten. Was wir darüber hinaus aus dem Kontext der Wahlforschung wissen, ist, dass junge Wählerinnen und Wähler sich schlechter motivieren lassen, an Wahlen teilzunehmen, als ältere Bevölkerungsgruppen. Das sieht man hier. So, und weil ich jetzt befürchte, dass Sie das nicht so gut lesen können in diesem Film, beschreibe ich das mal noch ein bisschen für Sie. Wir haben hier die Wahlbeteiligung getrennt nach Altersgruppen aufgetragen. Oben ist die Legende, in der der Farbcode erklärt wird, und der ist leider irgendwie durcheinander geraten. Aber mit einem Wort, die grünen Linien sind die Altersgruppen, die jüngeren Altersgruppen. Also das hellgrüne Lindgrün ist 25 bis 29, das Mintgrün ist 18 bis 20 und das Moosgrün ist 21 bis 24 Jahre. Und da sehen wir, dass das durchgängig die unteren Graphen sind. Ne? Also die von unten gesehen haben wir da viel Grün. Das heißt, die jüngeren Altersgruppen lassen sich relativ betrachtet am schlechtesten zur Wahl motivieren. Es gehen nur, also unterschiedlich viele,
aber sagen wir unter 80% des Jahrgangs nehmen an Wahlen teil. Während zum Beispiel die Lilanen, das sind die 60- bis 69-Jährigen, ganz brav immer zur Wahl gehen. Das ist vor allem deshalb ein Problem, wenn man jetzt noch die absoluten Zahlen anlegen könnte und sieht, dass die jüngeren Jahrgänge auch zahlenmäßig den älteren Jahrgängen ja bei weitem unterlegen sind. Damit haben ältere Wählerinnen und Wähler in Wahlen sehr viel mehr Gewicht als jüngere Wählerinnen und Wähler. Man kann also schon sagen, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben. Es gibt kein so ausgeprägtes Interesse in der Selbstauskunft und es gibt keine so ausgeprägte Bereitschaft, an Wahlen teilzunehmen. Aber wir schauen weiter genau hin. Unser Indiz Nummer 1 ist ja das Interesse an Politik. Das ist dieses Bild, das Sie gerade schon gesehen haben. Und in dieses Zahlenmaterial schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer rein. Dann sehen wir auch, wie die Zahlen zustande gekommen sind. Als erstes sehen wir hier oben das Item an Politik bin ich ganz allgemein, wie interessiert. Und die Antwortmöglichkeiten waren stark interessiert, interessiert, weniger interessiert, gar nicht interessiert und weiß nicht, keine Angaben. Und jetzt schauen wir zuerst mal in die stark interessiert Spalte. Das ist ganz lustig, weil das so hoch zählt, aber das sind alles einstellige Werte. Also 2002 waren das 4%, 2006 5, dann 6, 7 und 2019 waren es 8%, die sagen, ich bin stark an Politik interessiert. Auch in der nächsten Reihe, die das Interesse, moderate Interesse quasi sichtbar macht, haben wir einen leichten Zuwachs von 2002 26 zu 19 33%. Aber das würde man jetzt nicht eine dramatische Veränderung nennen. Wenig interessiert geht um einen Prozentpunkt zurück, gar nicht interessiert geht aber um 9 Prozentpunkte zurück. Keine Angaben spielt so gut wie keine Rolle. So, damit das ein bisschen übersichtlicher wird, habe ich hier jetzt nochmal eine andere Darstellungsweise mitgebracht. Da sieht man das ganz schön und die spannende Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist tatsächlich, wissen wir irgendetwas über diese Gruppen? Was unterscheidet die beispielsweise? Und dazu schauen wir jetzt mal genauer in die Gruppe der Interessierten hinein und stellen uns die Frage, wer ist das eigentlich ganz genau? Und eine Antwort darauf finden wir anhand dieser Abbildung. Man nennt es eine multivariante Analyse der Gruppe der Interessierten. Hier sehen wir das zum Beispiel bezogen auf Bildungsabschlüsse und Geschlecht. Auch da schauen Sie sich das mal genau an. Im Hörsaal würde ich Sie mal bitten, das erstmal zu beschreiben. Unterschieden werden hier Nicht-Gymnasien, An-Gymnasien und Studierende. Also das bezieht sich immer auf den Schulabschluss. Und wir sehen, dass Menschen, die nicht an Gymnasien unterrichtet wurden, sich als sehr viel weniger interessiert bezeichnen als diejenigen, die an Gymnasien unterrichtet wurden. Und noch interessierter sind Studierende. Man sieht auch einen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Antwortverhalten. Männer sind interessierter, Frauen sind etwas weniger interessiert. So, die Frage ist jetzt, inwiefern helfen uns diese Daten, Ansatzpunkte zu entwickeln, dem politischen Desinteresse etwas entgegenzuhalten? Also was lernen wir eigentlich aus diesen Daten? Im Hörsaal lasse ich Sie jetzt spekulieren. Und dann kommt meistens raus, also was hilft gegen Politikverdrossenheit? Bildung hilft, weil die Menschen an den Gymnasien offensichtlich besser sind. Alter hilft, weil die Studierenden nochmal so viel besser sind. Und es ist scheinbar sehr hilfreich, ein Mann zu sein. Ich kann es Ihnen sagen. So, das könnte man also spekulieren. Da ist gleichzeitig aber Vorsicht geboten. Die Befragten sind statistisch in dieser Studie nämlich gleich alt. Also, ob Alter hilft, sieht man an diesen Zahlen überhaupt nicht. Ob Bildung hilft, sieht man möglicherweise auch nicht, auch wenn das auf den ersten Blick so aussieht, weil man mit vielen Gründen sagen könnte,
dass mit dem Besuch unterschiedlicher Schularten in Deutschland auch korreliert, also verbunden ist, dass man aus unterschiedlichen sozialen Milieus kommt und damit unterschiedliche Unterstützung hat, auch was die Entwicklung von politischem Interesse angeht. Und auch im Hinblick auf Geschlecht bleibt die Frage ja offen, wie wir uns das erklären. Warum interessieren sich Männer offenbar mehr für Politik als Frauen? Machen Sie sich dazu mal Gedanken. Das bestätigen auch andere Studien. Hier habe ich Ihnen beispielsweise die Bravo-Jugendstudie mitgebracht. Die Bravo, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unseriös, aber das ist eigentlich eine ganz tolle Studie, weil durch die Bravo-Studie wirklich sehr viele Jugendliche motiviert werden können, an solchen Befragungen teilzunehmen und wir deshalb da eine sehr dichte Datenbasis haben. In diesem Fall sind die Jugendlichen gefragt worden, ob sie sich vorstellen können, zukünftig als Politiker oder Politikerin zu arbeiten. Sie sind wahrscheinlich nur gefragt worden, ob sie sich die Arbeit als Politiker vorstellen können. Und wen wundert's? Wir haben große Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Antwortverhalten. Rot ist, nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sagen wirklich sehr viele weibliche Befragte und sehr viel weniger männliche Befragte. Hier haben wir Zahlen aus einer Studie von Oskar Niedermayer, der schlicht und ergreifend mal aufgetragen hat, den Anteil der Frauen an den Parteimitgliedern. Die CSU ist blau, die CDU ist schwarz, die SPD ist rot, die Grünen sind grün und die Linken sind lila. Wir sehen, dass die Parteien sich da ganz unterschiedlich engagieren. Wir sehen, dass sich in den letzten Jahren so ein bisschen was tut, außer bei der CDU. Aber das ist eine Entwicklung auf sehr niedrigem Niveau bei den allermeisten Parteien. Fehlen den jungen Frauen also die Vorbilder? Interessieren sie sich deshalb nicht für Politik? Das ist ein Erklärungsmodell. Ich finde es ein relativ schlichtes. Das heißt nicht, dass es nicht zutrifft. Aber die Zusammenhänge sind wahrscheinlich komplexer. Schauen wir mal, ob wir im Verlauf dieser Vorlesung noch weitere Anhaltspunkte dafür finden. Wir beschäftigen uns ja im Moment mit dem Item politisches Interesse bei jungen Menschen. Was ich da auch wichtig finde, ist immer mal das politische Interesse bei Erwachsenen als Vergleichsfolie heranzuziehen. Und da sehen wir, das ist jetzt auch nicht bombenmäßig. Und wir sehen zum Zweiten, dass hier eine andere Kategorie nochmal einen Unterschied macht. Und das ist der Wohnort, also ob man im Osten oder im Westen wählen geht. Das ist interessant. Und das trifft auch für die Wahlbeteiligung zu. Hier nochmal die Wahlbeteiligung nach Bundesländern bei der Erwachsenenbevölkerung im Vergleich zwischen 53 und 13. Natürlich haben wir erst seit 90 dazu getrennte Zahlen, aber auch da sieht man, die Mobilisierung an Wahlen teilzunehmen ist im Osten wesentlich schlechter als im Westen. Wir haben also jetzt so ein paar Indizien zusammengesammelt. Politisches Interesse ist bei Jugendlichen durchaus gegeben, aber es schwankt so im mittleren Bereich. Wenn man Jugendliche fragt, ob sie sich für Politik interessieren, geben sie häufig an, dass sie nicht besonders interessiert sind. Das Interesse ist offensichtlich abhängig von Bildung oder sozialem Hintergrund, Geschlecht und Alter. Zugehörigkeit zu Ost- oder Westdeutschland kann aber auch eine Rolle spielen. Das Problem, das wir in diesem Zusammenhang haben, wir wissen eigentlich gar nicht genau, auf was sich junge Menschen beziehen, wenn sie die Frage beantworten, ob sie sich für Politik interessieren. Wir wissen also nichts über ihren Politikbegriff. Was weisen die Jugendlichen da zurück? Und das Problem Nummer zwei ist, der Befund lässt sich auch überhaupt nicht auf Jugendliche reduzieren, sondern Erwachsene zeigen sich genauso desinteressiert. Deshalb gehen wir mal einen Schritt weiter. Politisches Interesse ist ja nicht alles. Wir können uns auch andere Indizien angucken, zum Beispiel die Demokratiezufriedenheit. Das kann auch was ziemlich Aussagekräftiges sein. Hier schauen wir als erstes wieder in die Bravo-Studie. Die haben nämlich ziemlich einfache Fragen gestellt. Die eine Frage war, wie zufrieden bist du mit der Demokratie als Staatsform? Das ist hier links.
zufrieden. Da sehen wir, dass es also schon eine ganz gute Zufriedenheitssituation gibt. Und dann haben sie weiter gefragt, würdest du sagen, die Demokratie hat sich bei uns im Großen und Ganzen bewährt oder meinst du, eine andere Staatsform, zum Beispiel eine autoritäre, wäre besser für Deutschland? Und da wird es jetzt noch deutlicher. Wir können also auch bei Jugendlichen von einer hohen Demokratiezufriedenheit ausgehen. In der Shell-Studie haben wir ein ähnliches Item. Das Item lautet, wie zufrieden oder unzufrieden bist du alles in allem mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland besteht. Und hier sehen wir jetzt aber durchaus Unterschiede zwischen Ost und West, wobei die abnehmen. Das sieht man im Verlauf von 2002 bis 2019. Das sind keine schlechten Werte. Aber auch hier lohnt sich ein tieferer Blick. Das ermöglicht uns die Shell-Studie. Da kann man sich die Items nämlich auch einzeln angucken. Und jetzt schauen wir uns das alles mal in Bezug auf Demokratie-Normverständnis an. Da haben wir zum einen die Frage, in der Politik sollten mehr junge Leute etwas zu sagen haben. Große Zustimmung. Das nächste Item ist, auch wer sich in einer politischen Auseinandersetzung im Recht fühlt, sollte einen Kompromiss suchen. Auch hohe Zustimmung. In jeder Demokratie ist es die Pflicht jedes Bürgers, sich regelmäßig an Wahlen zu beteiligen. Immer noch hohe Zustimmung, auch zunehmende. Jetzt kommt, in einer lebensfähigen Demokratie, eine lebensfähige Demokratie ist ohne politische Opposition nicht denkbar. Hohe Zustimmung, aber doch deutlich weniger als in den Items zuvor. Und das ist eigentlich irritierend, weil wie sollte eine Demokratie ohne Opposition auskommen? Da ist offensichtlich was auch noch nicht ganz verstanden worden. Das nächste Item ist, ich glaube nicht, dass sich Politiker darum kümmern, was Leute wie ich denken. Da sagen über die Hälfte der jungen Menschen, dass sie das glauben. Und jetzt kommt so eine Knackfrage. Eine starke Hand müsste mal wieder Ordnung in unseren Staat bringen. Da hatten wir auch 50 bis über 50% Zustimmung. Das hat nachgelassen auf 33. Das ist durchaus bedeutsam, dieser Schritt. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass dieses Item zunehmend bekannt wird. Die letzte Frage in diesem Set von Fragen, mit denen man guckt, ob das mit der Demokratie eigentlich auch verstanden worden ist, lautet, in jeder Gesellschaft gibt es Konflikte, die nur mit Gewalt ausgetragen werden können. Das ist jetzt echt krass, wenn man da zustimmt. Und wir haben immerhin zwischen 16 und 13%, die da sagen, das stimmt. Das ist, obwohl der Wert jetzt nicht riesig ist, finde ich trotzdem ein beunruhigender Wert. Okay, damit kommen wir zu unserem nächsten Indiz. Und das nächste Indiz blickt auf den Zugang zu Politik. Wir beginnen wieder mit Zahlen der Shell-Studie. Da ist gefragt worden nach politischen Informationskanälen, also wo sich Jugendliche aktiv über Politik informieren. Und auf Platz 1 haben wir Fernsehsendungen, das sind dann vermutlich gemeint die Flaggschiffe, also Tagesschau heute, vielleicht aber auch andere Nachrichtenformate. Daneben Nachrichtenwebsites, Radio, Podcasts, Zeitungen, soziale Netzwerke, Google, YouTube und online insgesamt sind wir bei ungefähr 30%. Sie sehen aber auch, dass es ganz viele Jugendliche gibt, ungefähr 60%, die angeben, dass sie sich nicht aktiv für Politik informieren, also nach politischen Informationen suchen, dass diese Informationen also eher nebenbei auf sie treffen. Und das ist was, was wir uns mal merken sollten, was relativ typisch ist für Informationsverhalten heutzutage. Durch den medialen Wandel haben wir eine Situation, in der nicht nur Jugendliche, sondern Menschen ganz allgemein auch darauf vertrauen, dass wichtige Nachrichten sie im Alltag schon irgendwie erreichen werden. Das war früher anders. Da haben sich die Leute tatsächlich aktiv um die Zeitung oder eben um die Nachrichtenformate auch im Fernsehen gekümmert, weil sie sonst das Gefühl hatten, sie kriegen nicht mit, was passiert. Da hat sich was tatsächlich ganz gravierend verändert. Auch hier habe ich nochmal die Bravo-Studie mitgebracht. Die ist nämlich ganz spannend, weil sie ein bisschen anders gefragt hat und dann auch zu einem anderen Ergebnis kommt.
Sie hat nämlich zusätzlich zu den verschiedenen Antwortoptionen, die wir eben schon gesehen haben, auch den Schulunterricht mit abgefragt. Und der gewinnt dann in dieser Umfrage tatsächlich auch, könnte man sagen. Denn 19% bzw. 32% geben an, dass das ihre zentrale Quelle für politische Informationen ist. Und das macht auch unsere Bedeutung nochmal sichtbar. Also die Schule ist ein wichtiger Ort, um junge Menschen in Kontakt mit Politik und politischen Informationen zu bringen. Als letztes noch ein paar Aussagen zur Vertrauenswürdigkeit. Also wie werden diese unterschiedlichen Informationskanäle von jungen Menschen eingeschätzt im Hinblick auf ihre Vertrauenswürdigkeit? Und da gewinnen die Fernsehnachrichten vor den großen überregionalen Tageszeitungen, die wahrscheinlich für junge Menschen wirklich von weniger Bedeutung sind. YouTube, Facebook und Twitter werden als nicht besonders vertrauenswürdig eingeschätzt. Man muss in dem Zusammenhang aber auch sagen, das ist so eine Frage nach dem Wissen. Gar nicht so sehr, also sie wissen, dass sie das so beantworten sollen, gar nicht so sehr danach, ob sie das in ihrem Alltag auch wirklich so empfinden. So, wir haben uns jetzt schon mit drei Indizien beschäftigt. Als erstes haben wir uns mit dem politischen Interesse oder den Aussagen auf die Frage, ob man sich für Politik interessiert, beschäftigt. Dann mit der Demokratiezufriedenheit. Und als drittes mit dem Zugang zur Politik. Aus aktuellem Anlass nehmen wir als nächstes mal die Einstellungen zu Einwanderung genauer in den Blick. Auch damit hat sich die Shell-Jugendstudie beschäftigt und hat als erstes herausgefunden, wie wichtig es jungen Menschen ist, Vielfalt von Menschen anzuerkennen und zu respektieren. Das haben Sie jetzt hier aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Zielgruppen. Zuerst sind das junge Menschen ohne Migrationshintergrund. Die geben an, das ist ihnen wichtig. Und zwar über 80% sagen das. Die Werte sind geringfügig höher bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund und auch geringfügig niedriger bei nichtdeutschen Jugendlichen. Das ist mal ein erster Einblick, den wir auf den Zusammenhang nehmen. Und ein zweiter wird sichtbar, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, die ganz häufig in solchen Studien vorkommt. Die wird so formuliert, dass man sagt, wie gut fändest du es denn, wenn nebenan folgende Familien einziehen würden? Und wir sehen jetzt hier die Zahlen von den jungen Menschen, die sagen, ich fände nicht gut, wenn nebenan eine Aussiedlerfamilie aus Russland einzieht. Ich fände nicht gut, wenn nebenan eine türkische Familie einzieht oder eine Familie mit vielen Kindern, ein homosexuelles Paar, ein altes Rentnerehepaar oder eine Familie aus Afrika. Und was wir hier sehen, sind Werte von 2010 gelb und 2015 rot. Und wir sehen, dass diese Werte abnehmen. In der Shell-Studie werden diese Werte durchgehend als ganz gute Werte präsentiert. Ich weiß nicht, wie gut der Wert ist, wenn 20% der jungen Menschen sagen, also wenn nebenan eine türkische Familie einzieht, dann finde ich das nicht gut. Und im Hinblick auf die Familie aus Afrika haben wir auch einen leichten Zuwachs zu verzeichnen. Die Shell-Studie hat dann auch gefragt, wie sich die Jugendlichen zur Aufnahme von Zuwanderern in Deutschland verhalten, ob sie der Meinung sind, es sollen zukünftig weniger als bisher, wie bisher oder mehr als bisher neue Menschen in Deutschland aufgenommen werden. Und wir sehen hier die Zahlen von 2002, 2006, 10 und 15. Und da sehen wir tatsächlich jetzt eine größere Zustimmung zur Aufnahme von Zuwanderern. Was wir aber nicht sehen, ist, wie das zustande kommt oder ob es dabei regional unterschiedliche Muster gibt. Man muss fast davon ausgehen, nämlich, dass das so ist. Und um so ein Indiz dafür vorzulegen, habe ich Ihnen mal aus dem Sachsen-Monitor von 2016 einen Befund mitgebracht, der wirklich alarmierend ist. Aber kurz nochmal zu der Frage, was ist eigentlich der Sachsen-Monitor? Der Sachsen-Monitor ist eine Studie, die im Bundesland Sachsen regelmäßig durchgeführt wird
und in der nicht mal Jugendliche im Speziellen, sondern die Gesamtbevölkerung zu verschiedenen politischen Einstellungsfragen befragt wird. Und da ist aber eben im Jahr 2016 erstmals aufgefallen, und das zieht sich durch, dass bei der Frage, ob die persönliche Wohnumgebung durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet sei, die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen auffällt. Denn die stimmen mit 32% diesem Item zu. Die Gesamtheit der Antworten oder der Zustimmung liegt bei allen Altersgruppen tatsächlich nur bei 17%. Das ist schon merkwürdig an der Stelle, weil die Shell-Studie uns ja so einen Anhaltspunkt liefert, als gäbe es eigentlich eine große Zustimmung zum Umgang mit Andersartigkeit und NeubürgerInnen. Aber auch in der Shell-Studie finden wir ein paar Anhaltspunkte. Die Shell-Studie hat nämlich auch geprüft, ob es sowas wie eine Populismusorientierung gibt. Also inwiefern stimmen junge Menschen populistischen Ideen und Konzepten zu, inwiefern zeigen sie sich weltoffen oder inwiefern sind sie in dieser Hinsicht auch nicht festgelegt. Und da sieht man, dass es im Westen auch bei jungen Menschen 31% Zustimmung zu populistischen Thesen gibt und im Osten 42%. Das ist bemerkenswert viel mehr. Ja? Im Hörsaal könnten wir jetzt darüber diskutieren, was wir glauben, woran das liegt, diese deutlichen Ost-West-Unterschiede im Hinblick auf die Zustimmung zu Populismus, die ja nicht nur in der jüngeren Bevölkerung, sondern in der Gesamtbevölkerung sichtbar werden. So, das letzte Item aus diesem Set von doch eher etwas beunruhigenden Befunden ist ein Item, das Extremismus misst. Und zwar geht es da um Zustimmung oder Ablehnung von Gewalt als Modus politischer Auseinandersetzung. Und zwar hat man das in der Shell-Studie dann auch noch in Beziehung gesetzt mit der politischen Selbstverortung. Also was haben die antwortenden Jugendlichen zuvor gesagt, ob sie sich links oder eher links, mittig rechts oder eher rechts einordnen. Und wir sehen hier, der ganz überwiegende Teil der jungen Menschen lehnt Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung in politischen Konflikten ab. 86, 83, 77%. Aber, und das ist jetzt hier schon, finde ich, auch trotzdem viel, 12, 15 und 21% bei den Jugendlichen, die sich rechts oder eher rechts einordnen, stimmen dem dann doch zu. Also 21% der jungen Menschen, die sagen, ja, in letzter Konsequenz kann man bestimmte politische Konflikte nur mit Gewalt lösen, finde ich jetzt kein guter Befund. So, das war ja jetzt aber zunächst mal ein kleiner Exkurs zu Fragen Einstellung zu Vielfalt, Populismus und auch Extremismus. Und als nächstes gucken wir uns das Indiz Nummer 4 an. Und das Indiz Nummer 4 beschäftigt sich mit dem Institutionenvertrauen. Institutionenvertrauen misst man in der Regel auf einer Fünfer-Skala. Die jungen Menschen werden also gefragt, welcher Institution sie in welcher Weise vertrauen. 1 ist ein schlechter Wert und 5 ist ein guter Wert. Und da sieht man, sie vertrauen der Polizei, dem Bundesverfassungsgericht, Umweltschutzgruppen, dann der Bundeswehr, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen. So mittel ist die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Bundesregierung, große Unternehmen und dann weniger Kirchen, noch weniger Parteien und zu allerletzt den Banken. Das ist auch verhältnismäßig stabil. Bemerkenswert in dem Zusammenhang ist immer wieder die hohe Stellung des Bundesverfassungsgerichts und auch von so NGOs wie Umweltgruppen. Und bemerkenswert niedrig ist das Vertrauen in Parteien. Also Parteien sind quasi ungefähr das Letzte. Das ist auch was, was wir uns mal merken sollten für unsere weitere Arbeit. So, wir ziehen mal wieder sowas wie eine Zwischenbilanz im Hinblick auf die Kategorie politisches Vertrauen. Ich würde sagen, Vertrauen in das politische System, in politische Institutionen und Akteure kann durchaus nachgewiesen werden. Es ist halt unterschiedlich ausgeprägt. Also Vertrauen in die Demokratie beispielsweise haben wir gesehen. Es gibt auch bestimmte
Institutionen und Akteure, die ein hohes Vertrauen genießen, die Polizei, das Bundesverfassungsgericht, auch NGOs. Andere haben aber da schlechtere Werte. Deshalb muss man sagen, die Bewertungen fallen durchaus differenziert aus. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, welche Konsequenzen hat das, wenn junge Menschen einigen klassischen politischen Institutionen, wie zum Beispiel Parteien, kaum noch vertrauen? Wie funktioniert denn eine parlamentarische Demokratie ohne Parteien? So, jetzt haben wir uns mit dem politischen Vertrauen beschäftigt. Wichtig scheint mir in dem Zusammenhang aber auch umgekehrt zu fragen, vor was haben denn junge Menschen besonders Angst, um was sorgen sie sich? Und auch das hat die Shell-Jugendstudie erhoben. Und hier sieht man auf der rechten Seite, dass die größte Angst, die junge Menschen haben, ist die Angst um die Umwelt oder vor der Umweltverschmutzung. Das wird dann als nächstes genannt, wird Terroranschläge, dann aber auch schon wieder der Klimawandel, wachsende Feindlichkeit zwischen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, vor der wirtschaftlichen Lage hat man auch Sorge, vor Ausländerfeindlichkeit, schwerer Krankheit, vor Krieg in Europa, Arbeitslosigkeit, dass man bedroht oder geschlagen wird, dass einem etwas gestohlen wird. Und am letzten in dieser Aufzählung sehen wir, dass die Angst steht vor Zuwanderung in Deutschland. Auf der linken Seite sieht man auch, dass sich da durchaus Verschiebungen ergeben. Also während 2019 Umweltverschmutzung und Klimawandel ziemlich im Mittelpunkt stehen, hatten wir noch 2015 Terroranschläge im Mittelpunkt der Sorge junger Menschen. In der Shell-Studie wird dieser Aspekt der Sorge auch nochmal differenziert zwischen Ost und West betrachtet. Das habe ich Ihnen hier auch noch kurz mit eingebaut. Und was man da erkennen kann, ist, dass sich da keine super großen Unterschiede ergeben. Außer vielleicht im Hinblick auf die wachsende Feindschaft zwischen Menschen, die wird in Ostdeutschland stärker empfunden. Sie ist in Ostdeutschland wahrscheinlich auch das größere Problem. Weniger rational scheinen mir die Unterschiede im Hinblick auf Diebstahl zu sein. Aber das wäre sicherlich auch spannend, sich damit mal zu beschäftigen, warum es da dann doch recht substanzielle Unterschiede, also fast 10 Prozentpunkte Unterschied gibt. Okay. So viel zunächst mal zu den Ängsten und Sorgen. Die Kategorie Vertrauen und die Kategorie Ängste und Sorgen werden in der Shell-Studie dann schließlich auch zusammengefasst in einem Item, das genannt wird gesellschaftliche Zuversicht. Und der Befund ist hier eigentlich relativ positiv. Wir haben eine zuversichtliche junge Generation. Das schwankt ein bisschen. Das sind jetzt auch nicht gewaltige Werte, aber auch keine Werte, die uns große Sorgen machen sollten. Und damit kommen wir zu einem ganz neuen Punkt oder einem neuen Indiz, nämlich das Indiz Nummer 5 zur Partizipationsbereitschaft. Die Frage, der wir uns jetzt zuwenden, ist also die Frage, wie hoch ist eigentlich die Bereitschaft junger Menschen, am politischen Prozess teilzunehmen? Und um uns dieser Frage zu nähern, müssen wir zunächst eine begriffliche Unterscheidung einführen. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen traditionellen Formen politischer Partizipation und den sogenannten neuen Formen politischer Partizipation. Während man in der klassischen politischen Kulturforschung nämlich lange politische Partizipation nur gemessen hat durch die Teilnahme an Wahlen, da haben wir ja auch schon drauf geguckt, die Mitgliedschaft in Parteien und Verbänden und ähnliches, setzt man dem heute ein erweitertes Partizipationsverständnis entgegen und sagt, auch die Mitgliedschaft in Vereinen, in Interessensgruppen oder die Teilnahme an Demonstrationen zeigt ja politische Partizipationsbereitschaft und die muss in dem Zusammenhang mit betrachtet werden. Das heißt, dass wir im Folgenden uns jetzt also verschiedene Zusammenhänge angucken, um zu einer Aussage zu kommen, wie wir eigentlich die Partizipationsbereitschaft von jungen Menschen einschätzen. Als erstes, ganz konventionell, nochmal die Wahlbeteiligung nach Altersgruppen. Das haben wir uns ja schon angeguckt und da haben wir schon festgestellt, dass die Bereitschaft an Wahlen teilzunehmen von den jüngeren Wählerinnen und Wählern niedriger ist
als die von älteren Wählerinnen und Wählern. Das ist also ein erster, schon besorgniserregender Befund. Als nächstes habe ich eine Darstellung mitgebracht. Da sehen Sie aufgetragen die Parteimitglieder, die älter sind als 60 Jahre in Prozent. Das finde ich deshalb interessant, weil das auch steigende Werte sind, mit Ausnahme der Linken. Da haben wir fast 50% älter als 60 Jahre. Und hier quasi umgekehrt die Parteimitglieder bis 30 Jahre in Prozent. Das ist in vielen Fällen abnehmend, wieder mit Ausnahme der Linken. Und Sie sehen, wie klein die Werte sind. Weil diese Zahlen aber nicht so ganz aktuell sind, habe ich nochmal für 2019 mitgebracht, das Durchschnittsalter der Mitglieder der politischen Parteien in Deutschland am 31. Dezember 2019. Und das ist bei der CDU, CSU und SPD bei 60. Und Sie können sich ja vorstellen, so viel 100-Jährige haben wir jetzt auch nicht in den Parteien, dass das auch bedeutet, dass das ein Wert ist, der sehr häufig vorkommt. Bei den Linken immerhin auch 55, FDP 51 und Grüne 48 Jahre als Durchschnittsalter. Das ist ein Problem, ne? Dass das politische Personal in den Parteien so alt ist, weil das auch die entsprechenden Repräsentationsmuster mitbringt. Also wer wird durch diese Menschen gut repräsentiert? Und das reißen bislang auch die wenigen Jüngeren, die in unserem Parlament vertreten sind, nicht raus. Ich habe als Beispiel mal Philipp Amthor mitgebracht, von dem es scherzhaft ja heißt, er sei der älteste 26-Jährige der Welt. Wenn wir also festhalten, dass wir in dem Zusammenhang wirklich ein Repräsentationsproblem haben und die Jungen in der Politik zu wenig sichtbar sind, dann ist die Frage, was man gegen dieses Problem eigentlich machen kann. Auf dieser Karikatur sieht man auch die Nöte der Parteien, die vor allem im Vorfeld von Wahlen um Jungwählerinnen und Jungwähler buhlen, aber dabei kaum geeignete Strategien entwickeln können. Was man nebenbei betrachtet auf dieser Karikatur auch noch sieht, ist, dass das kein neues Problem ist. Weil wir sehen hier Gerhard Schröder und Angela Merkel, wie sie um Jungwählerinnen fischen. Und das ist ja quasi kein zeitgenössisches Bild. Und es bildet sich auch in den Studien ab, die wir heute immer wieder betrachtet haben. Hier zunächst in der Bravo-Studie im Hinblick auf die Frage, ob die Interessen von Jugendlichen in der Politik angemessen vertreten werden. Da haben wir jetzt unterschiedliche Frage-Items. Die oberen sind darauf gerichtet, ob man die Regeln des politischen Systems in Deutschland überhaupt verständlich dargestellt bekommt, ob man ein klares Bild von der Arbeit der Bundesregierung hat, ob die Regierung tatsächlich die Interessen von Jüngeren oder von Älteren gut berücksichtigt. Und da sehen Sie von oben nach unten, dass die vorderen Werte, trifft zu, immer kleiner werden. Das heißt, die jungen Menschen haben nicht den Eindruck, dass sie in der Politik vorkommen und dass ihre Interessen da eine bedeutsame Rolle spielen. Der Vollständigkeit halber auch nochmal aus der Shell-Studie von 2019 im Hinblick auf die Frage Politikverdrossenheit, da haben wir das Wort auch wieder. Konkret wurde in der Studie gefragt, ich glaube nicht, dass sich Politiker darum kümmern, was Leute wie ich denken. Und dunkelrot wäre Stimme überhaupt nicht zu, Stimme eher nicht zu und je blasser die Werte sind, desto eher stimmt man voll zu. Also die Jugendlichen glauben weit überwiegend nicht, dass die Politiker sich darum kümmern, was Leute wie sie denken. Problem erkannt, Problem gebannt, könnte man sagen. Aber was gibt es hier eigentlich für Lösungsvorschläge? Ich will Ihnen im Folgenden zwei verschiedene Lösungsvorschläge vorstellen, die ziemlich unterschiedlich sind. Ich würde sogar sagen, sich widersprechen. Deshalb habe ich oben in der Ecke hier diesen roten Kreis mit einerseits, das kann man nicht mehr so gut lesen, hingestellt und nachher werden Sie das andererseits sehen. Also, einerseits gibt es den Vorschlag, dass wenn Jugendliche sich mit ihren Fragen, Problemen und Bedürfnissen in der etablierten Politik nicht anerkannt sehen,
muss die Konsequenz doch sein, dass man mehr Beteiligungs- und Artikulationsmöglichkeiten schafft, also zum Beispiel das Wahlalter senkt und in der politischen Bildung jugendnahe emotionale Themen und Zukunftsthemen stärker thematisiert, nicht so sehr auf die Institutionenkunde setzt und darauf rumreitet, sondern Artikulation und Handlungsfähigkeit trainiert. Das wäre ein Ansatzpunkt. Der wird vertreten von ganz unterschiedlichen Personen. Ich habe jetzt nur mal beispielhaft mitgebracht den Wolfgang Gründinger. Wolfgang Gründinger ist Soziologe und aber auch Vorstand der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Er hat eine Studie geschrieben, die heißt Der Aufstand der Jungen, wie wir den Krieg der Generationen vermeiden können. Und in einem Interview in der Zeit wird er gefragt, was er von dem gegenwärtigen Wahlkampf hält. Und da antwortet Herr Gründinger: Jeder dritte Wähler und jedes zweite SPD- und CDU-Mitglied ist über 60 Jahre. Daher werden primär die Interessen der Älteren bedient, etwa mit den Rentengarantien oder dem Vorschlag der Weitersubventionierung der Altersteilzeit. Den Jungen dagegen werden nur inhaltslose Phrasen vorgesetzt. Das zeigt, dass Jugendliche nicht ernst genommen werden. Unsere Interessen gehen unter. Nicht, dass die Alten nicht auch wollen, dass es uns gut geht, aber unsere Themen fallen einfach von der Agenda, weil die Jungen unterrepräsentiert sind und die zukünftigen Generationen gar nicht repräsentiert sind. Wir Jungen sind nicht politikverdrossen, sondern die Politik ist jugendverdrossen. Das dreht quasi das Argument nochmal um. Es gibt aber auch eine andere Argumentationsweise und ich finde es fast schade, dass Sie keine Gelegenheit mehr haben, das aus erster Hand zu hören. Denn mein ehemaliger Kollege Werner Patzelt hat es immer sehr zugespitzt vertreten. Seine These ist, verdrossen sind die Ahnungslosen, dass Politikverachtung oder Politikerverachtung eben dadurch zustande kommt, dass die Leute zu wenig wissen. Da wäre dann die Konsequenz, dass wir ihnen eben mehr inhaltliches Wissen über Politik beibringen müssen, damit sie nicht so verdrossen sind. Ich kann das, da Herr Patzelt jetzt nicht mehr die Gelegenheit hat, das selber vorzutragen, mal an seiner Stelle tun, und zwar mit einem Beispiel, das er dafür immer gerne verwendet hat. Wenn Herr Patzelt sagt, dass die beklagte Politikverdrossenheit letztlich darauf zurückgeht, dass große Teile der Bevölkerung völlig falsche Vorstellungen von den Funktionsweisen des politischen Systems haben. Und wenn sie es besser wüssten, dann müssten sie auch nicht so verdrossen sein. Und das Beispiel ist, dass wenn man zum Beispiel in eine Parlamentsdebatte im Deutschen Bundestag schaut und sieht, dass unglaublich viele Stühle leer sind und gerade keine Pandemie wütet, dann könnte man ja leicht den Eindruck haben, Politiker und Politikerinnen sind faule Säcke, weil die kommen nicht mal zu den zentralen Parlamentsdebatten. Wenn man aber weiß, dass das deutsche Parlament ein Arbeitsparlament ist, das seine Hauptarbeit in Ausschüssen macht, dann verstört einem dieses Bild überhaupt nicht und man muss nicht verdrossen auf so ein Bild reagieren. Das heißt, mehr Wissen schützt vor politischer Apathie. Das finde ich erstmal in der Weise plausibel vorgetragen. Gleichzeitig bin ich aber jemand, die dem ganz entschieden widersprechen will, denn wir haben es mit einem tautologischen Problem an der Stelle zu tun. Aus meiner Sicht handelt es sich um ein ganz klassisches Henne-Ei-Problem, weil sich der Zusammenhang zwischen politischem Wissen und politischem Interesse nicht kausal nachweisen lässt. Also haben Menschen mehr politisches Wissen, weil sie sich für Politik interessieren, oder interessieren Sie sich mehr für Politik, weil Sie mehr über Politik wissen? Das kriegen wir sehr schwer aufgelöst. Ich würde sehr stark dazu tendieren zu sagen, Sie wissen mehr, weil Sie sich interessieren. Und dann ist quasi die Behandlung, die Patzelt vorschlägt, nicht angeraten. Also erstmal viel Wissen in die Köpfe reinzublasen, damit dann in der Folge schon irgendwie das Interesse entstehen will. Ich glaube, wir müssen erst das Interesse wecken, damit wir das Wissen überhaupt in die Köpfe hineinbekommen. Das ist jetzt auch wieder sehr entscheidend für Ihre zukünftige berufliche Praxis, ne? Also welcher Sichtweise schließen Sie sich an? Dass wir eher Interesse brauchen oder dass wir eher Wissen brauchen.
So, nach diesem kurzen Exkurs quasi, was die Bearbeitbarkeit des Problems angeht, nochmal zurück zu den empirischen Befunden. Hurlmann als Autor der Shell-Studie über viele Jahre sagt, die geringe Wahlbeteiligung von Erstwählerinnen und Erstwählern und die Nachwuchsprobleme bei den etablierten Parteien weisen auf eine große Distanz junger Menschen zu den etablierten Handlungsträgern hin. So zeigen Jugendstudien einen Rückgang des Interesses an Politik, sinkendes Vertrauen in die staatlichen Institutionen und eine Absage an die klassischen Partizipationsformen wie die Stimmabgabe bei der Wahl oder die Parteimitgliedschaft. Auch andere gesellschaftliche Institutionen wie die Gewerkschaften, die Kirchen und die Jugendverbände leiden unter Nachwuchsmangel. Diese Diskrepanz zwischen dem grundsätzlichen politischen Interesse einerseits und der Ablehnung der institutionalisierten Politik andererseits trifft auf Mädchen und junge Frauen in einem noch stärkeren Maße zu als bei den Jungen und Männern im selben Alter. Das haben wir ja bei Interesse am Anfang auch ganz deutlich in den Blick genommen. Im Moment sprechen wir ja jetzt gerade über Partizipationsbereitschaft. Und ich würde Sie bitten, sich das im Hinblick auf die Partizipationsbereitschaft nochmal genau anzusehen. Hier haben wir aus der Shell-Studie ein paar Zahlen, wie viel Bedeutung dem eigenen politischen Engagement beigemessen wird. Und das haben wir auch hier nach Geschlecht nochmal differenziert. Und wir sehen, also je dunkelröter das ist, desto wichtiger nehmen es die Befragten, sich politisch zu engagieren. Die Werte sind nicht super unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Aber die Frauen beantworten das noch eindeutiger. Sie sagen, dass ihnen das wichtiger ist als den jungen Männern mit dem Engagement. Engagement ist die Partizipationsbereitschaft. Also beim Interesse haben wir wirklich gesehen, dass die jungen Frauen angeben, sich sehr viel weniger zu interessieren. Mit diesem Spannungsverhältnis muss man erstmal zurechtkommen. Auch mit Blick auf die realen Vollzüge. Ich habe Ihnen mal noch einen Filmschnipsel mitgebracht von einer Rede von Greta Thunberg, weil in dieser Rede das Generationsverhältnis, über das wir ja die ganze Zeit sprechen, auch mit thematisiert wird und damit vielleicht auch noch mal was sichtbar wird, was für den Zusammenhang wirklich wichtig ist. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Man kann zu Greta Thunberg jetzt stehen, wie man will. Festhalten müssen wir an dieser Stelle aber schon, dass Politik durch die Bindung an Legislaturen und Wahlperioden große Schwierigkeiten hat, die Interessen von jüngeren Menschen zu berücksichtigen. Das haben wir gesehen, auch durch die Repräsentationsprobleme, die es in dem Zusammenhang gibt. Aber noch mehr hat Politik Probleme, die Interessen zukünftiger Generationen auch einzubeziehen in die jeweiligen politischen Entscheidungen. Im Kontext der Klimakrise rächt sich das auf eine ganz fürchterliche Art und Weise. Und wichtig ist mir deshalb, dass Ihnen auch klar wird, jugendpolitisches Engagement ist kein Engagement um die Existenz von Spielplätzen oder Clubs, sondern jugendpolitisches Engagement ist ein Engagement um alles. Es stellt letztlich auch alles in Frage. Also in dem Zusammenhang zum Beispiel die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die Orientierung der Wirtschaft an Wachstum. Das ist ja nicht nix, was hier aufgerufen wird. Deshalb zeigt sich jugendpolitisches Engagement auch nicht immer in Formen, die uns spontan gefallen müssen. Ein Schulstreik ist aus der Perspektive von Lehrkräften zunächst mal nicht unbedingt wünschenswert. Er bringt alles durcheinander
Und die Lehrerinnen und Lehrer wissen auch oft zu Beginn nicht, wie sie damit so richtig umgehen sollen. Ich würde Sie trotzdem mal auffordern, als zukünftige Gemeinschaftskunde, Politik, Sozialkunde, Lehrerinnen und Lehrer darüber nachzudenken, wie Sie damit umgegangen wären, wenn während Ihrer Tätigkeit in der Schule plötzlich die Schülerinnen und Schüler angefangen hätten, für das Klima zu streiken und freitags nicht mehr in die Schule gekommen wären und Sie hätten vielleicht mit den wenigen Stunden, mit denen wir Gemeinschaftskunde unterrichten, nur freitags in bestimmten Klassen Unterricht. Das ist gar keine so einfache Aufgabe. Denn einerseits muss man ja sagen, ist es unsere Aufgabe, Jugendliche zum politischen Engagement zu motivieren. Und wenn die jetzt schon kommen und sich selbst was gesucht haben, müssten wir uns doch eigentlich freuen. Aber gleichzeitig ist das eben auch eine schulorganisatorische Frage. Und dazu muss man sich irgendwie verhalten, da muss man Argumente finden, man muss sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen abstimmen. Denken Sie darüber mal nach. Oder denken Sie vielleicht auch, wenn Sie das erlebt haben, darüber nach, wie Ihre Lehrkräfte das gemacht haben und wie Sie das beurteilt haben. Okay, wir haben jetzt gesehen, die jungen Menschen sind vielleicht gar nicht so unpolitisch und vor allem sind sie nicht so unengagiert. Und auch die jungen Frauen, die uns am Anfang ja Sorgen gemacht haben, scheinen, wenn es um Engagement geht, doch plötzlich gar nicht mehr so im Hintertreffen zu sein. Man kann sich jetzt trotzdem die Frage stellen, wer ist das eigentlich, wer da zum Beispiel mit Fridays for Future auf die Straße geht? Sind das alle Jugendliche oder sind das bestimmte Jugendliche? Auch da liefert uns die Shell-Studie so erste Anhaltspunkte. Wenn man das nämlich erstmal nach Statuspassagen sich anguckt, und guckt, wer ist denn oft aktiv, dann sieht man, okay, solange es noch Schule ist, haben wir zwar ein bisschen mehr Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die sich engagieren, als Nicht-Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Sehr viel deutlicher ist es dann in der Gruppe der Studierenden zu den Auszubildenden bzw. den Erwerbstätigen. Aber wenn man das nach dem klassischen Schichtmodell anguckt, dann sieht man durchaus Unterschiede. Also auf der Straße haben wir die Akademikerkinder. Die Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten halten sich da oft ziemlich weit zurück. Auch das ist ein Problem, das wieder mit Repräsentation zu tun hat. Ne? Wer stellt quasi seine Ansprüche in die Öffentlichkeit? Und welche Ansprüche sind nicht sichtbar? So, ich habe jetzt hier noch ein paar Zusatzinformationen, auf die ich gar nicht mehr so tief weiter eingehen möchte, weil die Vorlesung jetzt schon eine ganze Weile andauert und Ihre Konzentration wahrscheinlich auch langsam nachlässt. Ich lasse sie mal drin. Sie können ja auf Stopp drücken und sich das nochmal genauer angucken. In beiden Abbildungen geht es nochmal darum, für was eigentlich die jungen Menschen bereit sind, sich zu engagieren und dass man da auch durchaus die Augen offen halten muss für ein breites Verständnis. Also nicht nur Fridays for Future ist politisches Engagement, sondern es ist auch politisches Engagement, im Heimatbürgerschützenverein zu sein. Das sieht dann sehr anders aus, das ist auch politisch wahrscheinlich ziemlich anders gefüllt, aber dafür müssen wir auch in unserem Fach einen offenen Blick behalten. So, wir fassen jetzt nochmal zusammen. Was haben wir gelernt über Partizipationsbereitschaft? Erstmal strukturell. Es gibt durchaus eine hohe, zum Teil aber ungenutzte Partizipationsbereitschaft und dabei eine deutliche Präferenz für problemorientierte Formate und direkte Partizipationsformen. Also in die Parteien gehen sie nicht, aber auf die Demo durchaus schon. Die Partizipationsbereitschaft ist aber abhängig von Schulbildung, Alter und auch Geschlecht, aber anders als man denkt. Hier sind die jungen Frauen vorne. Welche Motive haben wir kennengelernt? Das Engagement muss sich durchaus lohnen. Es muss dem Selbstwertgefühl angepasst sein. Es vermittelt den jungen Menschen das Gefühl, wirksam zu sein. Es darf Spaß machen. Das ist ja aus immer dieser Lehrerinnenperspektive gar nicht so im Vordergrund, aber das spielt eine Rolle für die jungen Menschen. Es muss zeitlich auch überschaubar sein und muss Freunde einbeziehen. Also wenn ich mich engagiere, will ich gleichzeitig auch meine Freunde treffen.
Damit kommen wir zu einer ersten Bilanz im Hinblick auf die gesamte Vorlesung. Und zwar bezogen auf die Frage, ist die Jugend tatsächlich so unpolitisch? Ja, das war ja unsere Ausgangsfrage. Und festhalten kann man da schon. Wenn man die jungen Menschen fragt, dann sagen sie das. Ne? Sie sagen auch, Politik, gar nicht so interessant. Aber wir können ihnen ja nicht in den Kopf gucken. Wir wissen gar nicht, was sie meinen, wenn sie sagen, Politik finden sie nicht sexy oder da wollen sie lieber nichts mit zu tun haben. Und auch gerade bei den jungen Frauen. Was bedeutet das, wenn sie gleichzeitig globale Bewegungen gründen und da häufig an erster Front für ihre Anliegen kämpfen? Deshalb lohnt sich der genaue Blick. So, damit könnten wir die heutige Vorlesung schließen. Sie war auch schon lang, sie war nicht unanstrengend durch die vielen Zahlen, die ich Ihnen angeboten habe. Aber lassen Sie mich noch einen letzten Schlenker machen. Denn auch wenn wir festhalten können, dass Jugendliche oft gar nicht so desinteressiert sind an Politik, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben könnte und wie sie manchmal auch selber angeben, wenn man sie fragt, ob sie sich für Politik interessieren, haben wir doch ständig festgehalten, dass es bestimmte Jugendliche gibt, die eben bei Fridays for Future zum Beispiel nicht dabei sind, die wir in den engagierten Gruppen nicht sehen. Das haben wir vor allem in dieser Multivariantenanalyse der Gruppe der Interessierten gesehen. Da waren es die Studierenden und die Gymnasiastinnen, die höhere Werte anzeigen. Die Hauptschülerinnen und RealschülerInnen haben wirklich schlechte Werte gehabt. Und so entsteht nicht selten der Eindruck, dass sogenannte bildungsfernere Jugendliche die apathischen und distanzierten sind. Also dass es politikferne Jugendliche gibt. Diese Begriffe sind so ein bisschen schwierig, weil sie auch Zuschreibungen enthalten, aber wir müssen jetzt erstmal mit ihnen arbeiten. Die Frage, der wir jetzt am Ende dieser Vorlesung noch einmal konzentriert nachgehen wollen, ist also die Frage, gibt es sie nicht doch, die politikverdrossenen Jugendlichen, aber ist diese Gruppe kleiner? Und lässt sie sich bestimmen als die Gruppe von Jugendlichen, die nicht ins Gymnasium gehen, die später nicht studieren, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen? Sind das die eigentlichen Politikverdrossenen? Und ich würde Sie auch da warnen. Auch diese Gruppe zeigt politisches Interesse. Das ist aber ein bisschen schwerer aufzuschließen. Also in der Oberschule haben sie es durchaus mit Jugendlichen zu tun, die sich hartnäckig nicht Politik zuwenden, die aber deshalb nicht grundsätzlich als desinteressiert beschrieben werden können. Einen ersten Hinweis bekommen wir auch hier wieder von Klaus Hurlmann, dem Autor der Shell-Studie. Und er sagt, Kinder und Jugendliche verstehen Politik ganzheitlich, nicht nur intellektuell, sondern auch mit ihrer Seele und ihren ganzen Gefühlen. Ängste, Bedürfnisse und Sorgen, die sich nicht immer in Worte fassen lassen, werden von ihnen mit in die politische Diskussion einbezogen. Durch ihre biografische Umbruchssituation verstärkt, setzen sie sich sehr intensiv mit Sinngebungs- und Orientierungsfragen auseinander. Aber sie tun das eben auch in ihrer Sprache und nicht immer in der Sprache, in der wir in der Schule über Politik sprechen wollen. Deshalb müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da nicht zuschreiben, dass das eine Gruppe ist, die für Politik nicht erschlossen oder interessiert werden kann. Auch dazu gibt es ein paar Studien. Ich habe einige davon hier mal abgebildet und ich will auf zwei zumindest ganz kurz noch eingehen, um so eine Spur für Sie zu legen, wenn Sie sich dafür interessieren, wo Sie nachgucken können, wo man mehr über diese doch herausfordernden Jugendlichen erfährt. Und das ist zum einen die Studie Sprichst du Politik? Und zum anderen die Studie Unsichtbares Politikprogramm. Sprichst du Politik? Ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben worden. Die Kernaussage ist, Jugendliche sind gar nicht so politikverdrossen, aber die Sprache der PolitikerInnen nervt sie. Und die Studie Unsichtbares Politikprogramm ist vom Sinus-Institut im Auftrag der Bundeszentrale entwickelt worden und deren Kernaussage ist, Jugendliche sind gar nicht unpolitisch,
aber ihr politisches Interesse ist oft unsichtbar für uns Erwachsene. Schauen wir uns zuerst die Studie Unsichtbares Politikprogramm an. Im Zentrum dieser Studie stand die Frage, welchen Zugang Jugendliche aus diesen sogenannten bildungsfernen oder besonders schwierigen Lebenslagen eigentlich zu politischen Gegenständen haben. Und diese Studie hat sich anders als die Shell-Studie nicht damit zufrieden gegeben, Jugendliche einfach mit einem Fragebogen zu konfrontieren, sondern hat sich methodisch aufwendig den Jugendlichen genähert. Sie hat ihnen einerseits sowas wie ein Hausaufgabenheft gegeben, in das die Jugendlichen eintragen sollten, wie sie sind und was sie mögen, also damit man so Porträts von den Jugendlichen schreiben konnte. Sie hatten die Aufgabe, einen Aufsatz oder Collagen über den Sinn ihres Lebens zu formulieren. Und der dritte Ansatz war dann ein fast zweistündiges Interview, zum Interesse, was interessiert sie, B zu Politik und C zu Bildungsimpulsen. Auf diese Art und Weise hat man ziemlich viel über die einzelnen Jugendlichen herausgefunden. Und der Kernbefund war dann auch, dass Jugendliche unter Politik eigentlich immer nur in Anführungszeichen das verstehen, was PolitikerInnen machen. Also sie haben eine sehr enge Vorstellung von Politik und damit wollen sie nichts zu tun haben. Hinter dieser Oberfläche interessieren sie sich aber sehr wohl für politische und gesellschaftliche Fragen. Das wird in der Studie das unsichtbare Politikprogramm genannt. Also man kann sagen, auf der einen Seite interessieren sie sich nicht für PolitikerInnen, für Parteien, für den Politikbetrieb, und alles, was als wirklich explizit politisch gelabelt ist. Auf der anderen Seite interessieren sie sich aber sehr wohl für Fragen von Gerechtigkeit, zum Beispiel Freiheit, von Armut, Einbürgerung, Gewalt, Diskriminierung, Geld, Schule, Hartz IV. Das sind alles Themen, die sie quasi brennend interessieren. Und das ist wichtig, wenn sie mit solchen Jugendlichen arbeiten, dass sie dieses Interesse nicht übersehen und an diesen Interessensfeldern auch anschließen, denn das sind gute Zugangsbrückenköpfe, um auf genuin politische Fragen zu kommen. Stattdessen passiert in schulischen Bildungssituationen aber häufig was anderes. Lehrkräfte gucken auf diese Art von Jugendlichen und sie sehen, dass die ja gar nichts wissen. Die wissen nicht, wie Parteien funktionieren, die wissen nicht, wie ein Gesetz gemacht wird, die wissen nicht, was Europa ist oder wie das genau organisiert wird und fangen dann mit einem institutionenkundlichen Grundkurs an, um diese schlimmen Wissenslücken zu stopfen. Ein Unterricht, der aber Politik auf diese Politik im engeren Sinne begrenzt, kann paradoxerweise die Verdrossenheit dieser Jugendlichen noch verstärken, weil genau damit wollen sie ja eigentlich nichts zu tun haben. Deshalb ist ein problemorientierter Unterricht mit dieser Zielgruppe besonders wichtig. Damit kommen wir schon zur Studie Nummer 2. Wir reißen das an der Stelle ja wirklich nur so ganz kurz an. Die zweite Studie heißt Sprichst du Politik? Und im Zentrum dieser Studie stand die Frage, was genau Jugendliche an Politik so abschreckt und wie sie in ihren eigenen Worten ihr Verhältnis zur Politik beschreiben würden. Auch diese Studie hat ein anspruchsvolles methodisches Setting. Es wurden Gruppeninterviews in unterschiedlichen Schulen durchgeführt. Das war ziemlich stark auf den Raum Berlin und Brandenburg begrenzt. Insgesamt 27 Gruppeninterviews mit Schülerinnen und Schülern zwischen 16 und 19. Es gab dazu eine Online-Befragung. Das war interessant, also weil das liegt ja auch schon eine Weile zurück. Das war eine Online-Befragung. Damals gab es noch Schüler-VZ, für die, die sich daran vielleicht erinnern, also ein soziales Netzwerk, in dem sich Schülerinnen und Schüler organisieren konnten. Und dadurch hatte die Studie einen enorm hohen Rücklauf. Also die haben die Fragen gestellt und haben von 30.122 Schülerinnen und Schülern dann Antwort erhalten. Dadurch ist die Studie sehr gesättigt. Und es gab dann als drittes noch Werkstattgespräche. Und in diesen Werkstattgesprächen wurden die Ergebnisse mit Expertinnen und Experten aus Politik und politischer Bildung nochmal sowas wie gegengebürstet. Ja? Also das besondere Merkmal war, dass es eine hohe Nähe zur Zielgruppe gab, auch weil die Befragungen von Studierenden durchgeführt worden sind und dass es einen besonders hohen Rücklauf in dieser Studie gab.
Die Studie ist super spannend, leicht zu lesen und ich lege sie Ihnen wirklich ans Herz. Sie können sie auf Opal auch direkt anschauen. Wir haben sie für Sie in den Ordner gelegt. Ich fasse das hier trotzdem jetzt sehr, sehr dicht zusammen und würde sagen, der Kernbefund dieser Studie ist, dass Jugendliche geradezu allergisch auf den sogenannten Politiksprech reagieren. Also das können sie gar nicht hören. Was bei Anne Will zum Beispiel sonntagsabends so gesprochen wird, das finden sie echt furchtbar. Politik selbst finden sie aber wichtig. Sie haben aber Probleme im Dickicht dieses Politiksprechs wirklich durchzublicken und wünschen sich deshalb mehr Klartext und auch mehr Politikunterricht. Das ist ganz bemerkenswert. Das wird in dieser Studie ganz deutlich formuliert. Das Tolle, finde ich, an dieser Studie ist, dass das Problem mal umgedreht wird. Das Problem sind nämlich nicht die Jugendlichen, sondern die unaufgearbeitete Komplexität politischer Themen, weil die lässt die Jugendlichen geradezu ratlos zurück. Und dazu habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht, damit Sie sich das mal vorstellen können. Hier haben wir einen Schüler oder eine Schülerin aus einem Oberstufenzentrum und die Person sagt, manchmal gucke ich mir Politik an, aber es ist immer schwierig. Man muss sich wirklich konstant damit beschäftigen. Man hört da irgendwelche Neuigkeiten. Ich kann damit auch nicht viel anfangen, wenn ich das nicht schon die ganze Zeit verfolgt habe. Es ist nicht so richtig informativ. Also da fallen dann alle 3 Minuten wieder irgendwelche Wörter oder Zusammenhänge, die ich nicht kenne. Und eine Schülerin oder ein Schüler aus einer Berufsschule sagt, ich habe das Gefühl, man sitzt in so einem riesigen, komplexen Teil, das es schon ewig gibt, wo etliche Leute seit Ewigkeiten alles Mögliche sagen und man kann sich dann da reinsetzen und gucken, wie sieht es hier so aus und dann kann man auch wieder gehen. Denn es gibt nie eine Aufbereitung. Es wird, glaube ich, immer davon ausgegangen, dass man ein ziemlich großes Wissen hat. Das ist immer nur so ein, nein, wir haben das jetzt schon entschieden. Aha. Die Studie zeigt das schön, dass die Jugendlichen eigentlich gern verstehen wollen, aber angesichts der Art und Weise, wie politische Informationen aufbereitet sind, keine Chance haben. Sie zeigen sich gleichzeitig aber betroffen, interessiert und fühlen eine große Verantwortung für politische Fragen. Das wird in den folgenden Zitaten sichtbar. Im Ergebnisteil der Studie findet sich nämlich folgender Satz. Selbst bei den anstrengendsten Interviews mit vordergründig politisch desinteressierten und unkonzentrierten SchülerInnen überraschen die Momente, die irgendwann bei jedem Gespräch eintraten, die Einsicht, dass die eigene politische Bildung notwendig sei, um das bestehende politische System gesund zu erhalten. Das Ausmaß dieses Verantwortungsgefühls war in den Interviews in Gymnasien und gymnasialen Oberstufen stärker zu erkennen als in der Sekundarstufe 1 oder Berufsschulen. Doch es war immer zu erkennen. Ich finde, das ist ein guter Satz, um die heutige Vorlesung zu beenden. Jugendliche sind eigentlich immer politisch interessiert. Wir sollten sie uns nicht als desinteressierte Menschen vorstellen. Und das ist wichtig für unseren Zugang. Das Problem liegt nicht auf Seiten der Jugendlichen, es liegt oft auf Seiten der Politik und der Art und Weise, wie sie angeboten wird. Von daher kann Politikverdrossenheit immer eher als PolitikerInnenverdrossenheit beschrieben werden und am Ende vielleicht sogar als Politikunterrichtsverdrossenheit. Und dagegen können wir etwas und müssen wir auch etwas unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Die Judith wird finanziert durch Mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Auch dafür haben wir natürlich zu danken. Und selbstverständlich ist dieser Text nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern bezieht sich auf Arbeiten, die ihm auch vorausgehen, die wir hier nochmal in der Literaturliste angegeben haben.